Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Autonauts. So, Kürbisse, genau, da wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Schauen wir mal kurz nach. Wir werden einen Kürbis... Okay, mit dem Hammer müssen wir auf den Kürbis hauen. Das heißt, wir brauchen einen Hammer. Warum hat denn der Hammerbauer jetzt einen weiteren Hammer dahin gebaut? Bin verwirrt. So. Torftransport läuft. Und wir klopfen auf den Kürbis. Und da kommen raus Kürbisteile. Und Samen. Okay. Das bedeutet, wir könnten dann hier ein Feld anbauen, wo wir das dann auch anbauen. Holen wir uns mal gerade eine Schaufel. Damit ihr nichts verkümmert, wie man so schön sagt. So. Ich würde auch sagen, dass wir die Felder wirklich so machen, dass wirklich überall ganz dicht angebaut wird. Ich denke mal, da spricht nichts dagegen. Oh, dieser Torf, ne? Irgendwas stimmt auch nicht mit meiner Technik hier. Die fangen an, die Werkzeuge doppelt zu bauen. Als wenn die nicht die richtigen Werkbänke anschauen würden. Hm. Das sind sogar mehr Kürbissamen, okay. Oder aber, ich habe dem einen jetzt sein Werkzeug weggenommen, was der holen wollte. Der war so lange unterwegs und deswegen funktionierte das nicht. Das funktioniert. Man kann dem Roboter das Werkzeug wegnehmen. Das ist echt blöd. Weswegen hier der Graber... Nee, der ist hängen geblieben. Oh oh. Flitzen wir schnell hin. Ziehen wir wieder auf. Und er geht bald. Okay. So, dann pflanzen wir mal Kürbis ein. Ja. Ich kann sogar durchs Wasser mitfahren. Ah. Ich bin so dumm, dass es knallt. Okay, einfache Wände, Pflasterweg, Trockenbaubogentür, Trockenbaubogen, Trockenmauer, wie cool, da wird ja die Stadt auch richtig schön aussehen. Blockmauer. Okay, nächste Forschung ist... Man kommt ja zu nichts. Bauteile. Jetzt können wir die Bauteilwerkbank noch bauen, sehr gut. Gut. Dann wollte ich eine Schaufel holen. Und die Kürbis hier anpflanzen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das war sehr gut. Da hänge ich ja richtig im Loch drin hier. So. Ja, da müssen wir echt mehr. Wir sind alle hungrig. So. Nein! Stopp!
Nein! So. 1, 2, 3, 4. Ja, so ein bisschen ist wie in Minecraft, dann geht das so gar nicht. Weil die dann zu voll sind, die Dinger. Well, das ging schnell. So, dann. Ich habe noch eine tolle Idee. Und zwar, was unsere Auflader angeht. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber das scheint mir eine unfassbar clevere Idee zu sein, ehrlich gesagt. Dazu muss ich testen, ob was funktioniert. Oh, und diese kleinen Roboter, ne? Zu diesem Transport und so. Das dauert alles so lange. Gut, sollen wir schon mal hier das umstellen auf Pilzfarm? Das hier, die Pilzfarm. Das könnten wir schon mal machen. Dann könnte ich schon mal anfangen, dazu pflanzen und das auch zu nutzen. So, Pilzis. Pilzgräber. Stopp. Du machst Folgendes. Fundort für Pilze ist jetzt das hier. Und los. Pilzlöcher. Stopp. Fundort für Erde ist jetzt das hier. Und go. Pilzsammler, der kann noch da bleiben. Pilzstecker. Halt. Fundort für Loch ist jetzt das hier. Gut. Let go. So, damit können wir dann die Bärenfarm hier runter erweitern. So, und ihr seht schon, wir haben hier dieses Aufladeproblem immer. Und da habe ich eine kleine Idee. Da habe ich eine Idee. Wir bauen ein Aufladeteam. Wenn das funktioniert. Pass auf. Das ist jetzt was ganz Verrücktes. Wir bauen nochmal ein Schild. Dazu brauchen wir 2 Bretter. Und einen Fall. So. Und das Ganze nennen wir Aufladeteam. Soll mit Bereich verknüpft sein. Und zwar dem maximalen um das Schild herum. So, jetzt pass mal auf. Wenn ich jetzt rumlaufe. Dann läuft der Bereich mit. Sehr gut. Jetzt bringen wir dem hier bei. Nein. Das ist der Rob Zambau. Wir bringen dem hier bei. So, du nimmst dieses Schild. Und jetzt gehst du hier überall. Thank you.
Spazieren? Mann, no! Wo wir Aufladung brauchen könnten. Und das wiederholst du endlos, allerdings nur... ...das hier. So, wir drehen den Bereich mal wieder zurück auf uns. Gut. Und wir stellen das Schild ab. So, jetzt kommt der Roboter an. Nimmt das Schild. Und tut nichts mehr. So. Das kann weg. Ja, da schildert er schon. Und los. So, jetzt marschiert er hier rum. Und wir können einen weiteren Roboter nehmen. So, pass auf, was ich mache. Ich suche mir einen Roboter, der gleich leer wird. Der hier. So, nächster Fundort Roboter entladen. Dann nehmen wir jetzt nicht das hier, sondern das herumlaufende Schild. Wenn das klappt. Hier. Dazu muss der allerdings anhalten. Stopp. Jetzt soll er mal stehen bleiben, bitte. Wieso bleibt er nicht stehen? Okay. Gut. Wir machen da jetzt mal eine Gruppe. Aufladerteam. Mal gucken, ob das funktioniert. So, kann der jetzt das sehen, das Schild? Nein, der muss es also abstellen. Gut, wir müssen ihm das Schild mal eben abnehmen. So, und dann koppeln wir den hier. An das Schild. Geht das? Okay.
So, ob das funktioniert, sehen wir jetzt. Also ich meine, das ist komisch, dass es jetzt im Moment noch nicht... So. Der sucht. Ich nehme jetzt das Schild nochmal. Passe nochmal hier die Zone an. Dann gebe ich ihm das Schild. So. Und lass ihn laufen. Folgt er dem jetzt? Nein. Oder? Ha. Oder muss ich das Schild dann erst kurz irgendwo dahinstellen? Die Zone ist auch schon wieder verschoben. Ja, also ich glaube, diese Idee könnte funktionieren. Da müssen wir nochmal dran arbeiten und tüfteln. Das machen wir nicht jetzt. Vielleicht in der übernächsten oder überübernächsten Folge mal schauen. Denn wir müssen unsere Bewohner füttern hier. Unsere Engpässe bereinigen. Das mit Hilfe der Pilzfarm. Wo die Gräber im Wesentlichen gerade gar nichts machen. Auch das gucken wir uns an in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.